Als Mensch bin ich Mitmensch. Und Mitmensch bin ich, weil ich mit jemandem rede. Reden tut gut. Ja, es ist wirklich gut, wenn einem jemand zuhört. Das kann ein Arbeitskollege sein, ein Freund, jemand aus der Familie. Auch mit Gott kann man reden. Das wissen wir Christen. Gott hört uns zu, wenn wir zu ihm beten. Er versteht, was uns umtreibt. Und er vergibt uns. Ja, Vergebung schafft Freiheit. Wenn dir etwas auf der Seele liegt, dann such dir einen Gesprächspartner. Das kann auch ein Pfarrer sein, ein Seelsorger, auch die Telefonseelsorge. Diese Menschen sind dafür ausgebildet und sie stehen dir dafür zur Verfügung. Und sie unterliegen dem Schweigegebot. So kannst du wirklich offen reden. Es ist gut, wenn man jemanden hat, mit dem man sich austauschen kann. Zum Beispiel über das Schöne im Leben. Aber wenn man sich über das Schöne im Leben austauscht, warum nicht dann auch über das Schwere im Leben? Such dir Gesprächspartner. Rede. Vielleicht braucht ja auch jemand deine Hilfe und braucht dein offenes Ohr. Dann höre ihm gut zu. Welche Erfahrungen hast du mit diesem Gespräch gemacht? Schreib es in die Kommentare.